Warum genau hast du dich für Sauer und Walker Orgeln entschieden für dieses Projekt? Ich denke, dass diese beiden Orgelbauer und die nachfolgenden Firmen, die aus ihrer Arbeit entstanden sind, einfach für die Entwicklung der Orgelmusik mit die bedeutendsten sind im 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts, neben den vielen anderen wichtigen, die es gibt. Walker war einer der ersten, die diese Entwicklung aufgegriffen haben zum Ausgang des Spätbarock und dann zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, dass die Orgel immer mehr orchestrale Farben kriegen sollte und immer mehr nicht nur ein Instrument für sich, sondern Imitation eines Orchesters wurde und in ihrem Klang ins Breite und Voluminöse Orchestrale ging. Dafür hat Walker für diese Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Klangfarben, dieser vielen Flöten, Streicherfarben und der Farbpalette eine besondere Bedeutung. Und Sauer hatte in seiner Werkstatt teilweise gearbeitet, neben Aufenthalten in Frankreich bei Cavaillé-Coll und anderen Wanderstationen, und hat diese Dinge mit aufgenommen und ganz eigenständig entwickelt. Und diese beiden Orgelbauer zusammen für mich ergeben ein sehr komplettes Bild der Klangmöglichkeiten der Orgel dieser Zeit. Vielleicht sind die Orgel Sauers etwas runder oder weicher und in ihren leisen Farben sehr ausdifferenziert. Dafür ist es vielleicht manchmal so, dass bei Walker neben diesen Füllen der Klangfarben bestimmte Elemente der Zeichnung und der Klarheit ausgeprägter sind. Also sie decken eine große Bandbreite an Farbmöglichkeiten ab. Und wir wissen auch, dass Max Reger diese beiden Orgelbaufirmen sehr geliebt hat. Das liegt zum einen daran, dass sein Hauptinterpret Karl Straube, mit dem er befreundet war und der im gleichen Jahr geboren ist, eben als Organist zunächst in Wesel am Dom, aber auch hinterher an der Thomaskirche als Thomasorganist diese großen Instrumente Sauers zur Verfügung hatte. Aber auch, dass Regers erste Kontaktaufnahme mit einer richtig großen Orgel in Wiesbaden, wo er studiert hat, bei Hugo Riemann, eine der bedeutendsten Walker-Orgeln der Zeit war an der Marktkirche. Und dass eben diese beiden Instrumente ihn sehr geprägt haben, und auch diese beiden Firmen. Es ist ja immer so, dass Komponisten sich auch von den Instrumenten ihrer Zeit inspirieren lassen. Und seine Orgelwerke spiegeln diese Möglichkeiten der Instrumente und diese Klänge eindeutig wider. Auf der anderen Seite hat er auch durch seine eigene Art des Komponierens so viel Ideen wieder in die Orgelmusik und die Orgelbau hineingegeben, dass er auch, sagen wir mal, die Orgel und den Orgelbau und ihre klanglichen und technischen Möglichkeiten wieder selbst weiterentwickelt hat.